Hallo Sachsen, wir sind heute in Dresden-Trachau, wo Sachsen Energie den Dresdner Nordwesten an das zentrale Fernwärmenetz anschließt. Als Baustein dafür wurde das ehemalige Heizkraftwerk Trachau zur Wärmeübertragungsstation umgebaut. Hi Markus, was bedeutet dieser Umbau denn hier konkret? Wir schaffen damit eine zukunftssichere Energieversorgung und zum anderen einen großen Beitrag zur Dekarbonisierung. Die Technik, die hier als Grundlastabdeckung genutzt wird, erzeugt Strom durch die Verbrennung von Biomethan, das wir in der Biogasanlage in Hassau selber erzeugen. Damit erzeugen wir hier grüne Wärme für die Stadt Dresden. Die Anlage gibt es ja schon seit den 1930er Jahren. Wie hat sich denn das alte Heizwerk im Laufe der Zeit verändert? Ja, ursprünglich ging es darum, das umliegende Wohngebiet zu beheizen. Dann haben wir das Heizwerk im Laufe der Jahrzehnte immer weiter modernisiert, bis hin zum Heizkraftwerk, das unter anderem das Krankenhaus Dresden-Neustadt versorgt. Nun gab es den nächsten Umbau zur Fernwärmeübergabestation, weil der Stadtteil jetzt eben ans zentrale Fernwärmenetz angeschlossen wurde. Anstelle der drei alten Kessel befinden sich in der Anlage nur drei Fernwärmeübergabestationen sowie zwei Gasmotoren. Ein ergrünendes Fernwärmenetz für dicht besiedelte urbane Räume wie Dresden liefert einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung und zur Zukunftsfähigkeit der Energieversorgung. Entsprechend wird Sachsen Energie das zentrale Fernheitsnetz weiter ausbauen, verdichten und modernisieren, wie hier in Trachau.